als Beispiel jetzt mal. Durch diesen Prozess haben einige Kollegen ihre eigene Sinnfrage gestellt. Und da kam beispielsweise bei einem Kollegen raus, dass er gesagt hat, ich möchte eigentlich gar nicht das tun, was ich hier tue, sondern ich möchte, es war, glaube ich, Altenpflege, einen Beruf in der Altenpflege anstreben. Das kam da raus. Das haben wir mit ihm, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Der hat uns dann total glücklich verlassen. Uns ist aber auch klar gewesen, der hätte nie das Commitment gegeben, um wirklich eine Spitzenleistung abzurufen. Und so kann man natürlich dann auch rechnen. Und da haben wir natürlich gesagt, wir wollen lieber die Leute haben, die Feuer und Flamme sind und sich am besten bei uns bewerben aus einer Festanstellung und sagen, ich will aber zu euch. Ich kann dem nur beipflichten. Ich habe auch in